Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem Lesemonat Mai. Wenn euch interessiert, welche Bücher ich im Mai gelesen habe, dann macht es euch gemütlich und ganz viel Spaß mit dem Video. Wie war denn euer Lesemonat Mai? Frage ich die Frage doch einfach mal am Anfang, denn das würde mich sehr interessieren. Wart ihr zufrieden mit den Büchern, die ihr gelesen habt oder eher nicht so? Und ja, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Denn heute habe ich einen gar nicht mal so langen Lesemonat für euch. Denn ich habe 64 von Hideo Yokoyama gelesen im Mai. Und muss dazu sagen, dass ich dieses Buch gar nicht beendet habe. Wieso, weshalb, warum, erzähle ich euch gleich. Ich versuche erstmal schnell euch zu erzählen, worum es in diesem Buch geht. Dieses Buch spielt in Japan, in den früheren 2000er Jahren. Wir lernen hier Mikami kennen. Er ist Mitte 40 bis Ende 40 und arbeitet als Pressesprecher in einer kleinen Präfektur und in dem Polizeipräsidium. Mikami hat einen schweren Familienschicksalsschlag erlitten, denn seine Tochter Ayumi ist seit 3 Monaten ungefähr spurlos verschwunden. Sie wird im ganzen Land gesucht, aber bisher erfolglos. Und während seine Frau Minako sich in sich selbst zurückzieht und das Haus kaum noch verlässt und wirklich wie so ein Wachhund neben dem Telefon sitzt und auf Nachricht ihrer Tochter wartet, hat Mikami einen anderen Weg für sich gewählt. Er vergräbt sich in seine Arbeit und versucht so, sich einfach von dem Verschwinden seiner Tochter abzulenken. Und im Zuge seiner Arbeit kommt er mit einem alten Fall in Berührung. Dieser Fall ist mittlerweile 14 Jahre alt und 1989 verschwand in dieser Präfektur ein kleines 7-jähriges Mädchen. Sie wurde entführt. Es gab auch eine Lösegeldforderung. Diese wurde von den Eltern auch bezahlt, nur fehlte jede Spur von den Entführern und das kleine Mädchen wurde auch kurze Zeit später tot aufgefunden. Wie gesagt, man konnte diesen Fall nie lösen und er wurde unter dem Aktenzeichen 64 eben als ungelöster Fall zur Seite gelegt. Und es ist jetzt so 14 Jahre später, dass die Verjährung dieses Falles in greifbarer Nähe rückt und man nochmal versuchen möchte, polizeipolitisch und auch medial nochmal diesen Fall in den Mittelpunkt zurückrücken. Und Mikami hat hier in seiner Rolle als Pressesprecher auch alle Hände voll zu tun. Ein bevorstehendes Treffen von oberster Führungsriege der japanischen Polizei vorzubereiten. Ja, und man bekommt als Leser hier wirklich einen sehr detaillierten, ausführlichen Einblick in das Leben eines Polizisten bzw. in die Arbeit der Presseabteilung der Polizei. Und was mich total erstaunt und stellenweise auch schockiert hat, war, wie eng die Presse einfach mal mit der Polizei hier zusammenarbeitet, beziehungsweise noch nicht mal so eng, dass man sagen kann, eine Hand wäscht die andere und diese Zusammenarbeit ist wirklich auf freundschaftlicher Ebene. Nein, diese Zusammenarbeit ist wirklich auf Machtspielebene. Die Presse hat hier wirklich richtig viel Macht und möchte auch wirklich über jeden einzelnen Schritt
informiert werden. Großes Thema ist ja einfach mal, ich sag's jetzt mal, weil mir das andere Wort nicht einfällt, so Datenschutz. Also die Presse möchte einfach tatsächlich wissen, wenn ein Unfall passiert ist, den genauen Namen des Unfallverursachers, den genauen Namen des Opfers und ja, sieht das auch als Grundrecht für sich an. Das mich total, also wirklich total schockiert. Also ich habe hier wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck darüber erhalten, wie auch so die Gesellschaft aus einer Perspektive eben in Japan funktionieren kann. Vor allem wie auch so ein bisschen das Arbeitsleben in Japan ist. Ich wusste schon vorher, dass eben auch viel, immer so entschieden wird, dass es immer die Arbeiter gibt und dann gibt es den Vorgesetzten, dann gibt es nochmal einen Übervorgesetzten des Vorgesetzten und man muss sozusagen immer die Wege wirklich von unten nach oben korrekt einhalten. Man kann jetzt nicht sagen, okay gut, ich komme mit dem Vorgesetzten nicht klar, ich versuche meine Probleme jetzt mal mit dem obersten Chef direkt zu klären. Das wusste ich vorher schon, dass das in Japan nicht unbedingt so gang und gäbe ist. Ein großes Thema in dem Buch auf jeden Fall wird sehr gut wiedergegeben, wie das so ist. Und ich fand es auch spannend, wirklich zu sehen, wie eben so Japan funktionieren kann. Stellenweise zieht sich das Buch aber auch sehr und verliert sich meiner Meinung nach sehr in dieser ganzen Polizeistation, in der das Arbeitsleben dieser Polizeistation. Und für mich wurden halt einfach so wichtige Fragen, die ich am Anfang des Buches hatte, auch selten wirklich behandelt. Also es gab auch mal so Situationen, wo Mikami eben ja in seiner Freizeit unterwegs war und da gab es dann auch wieder den Schwerpunkt auf diese eigentliche Frage, die es schon zu Beginn des Buches gibt. Und das war auch wirklich richtig spannend erzählt und dann dachte ich, ja, jetzt nimmt die Geschichte irgendwie an Spannung auf, an Fahrt auf und dann ist er halt den nächsten Tag wieder arbeiten gegangen und man hat eigentlich gefühlt wirklich wochenlang nur noch was von seiner Arbeit mitbekommen. Dabei sind es eigentlich wirklich nur ein paar Stunden, aber es hat sich angefühlt, als wären es Wochen. Das Buch hat ungefähr 750 Seiten. Ich bin bis Seite, jetzt muss ich mal nachgucken. Ich bin ungefähr bis Seite 550 gekommen. Ich habe mir das Buch auch immer in Leseabschnitten eingeteilt, so alle 50 Seiten. Und das war auch gut so, dass ich mir wirklich nur vorgenommen habe, ungefähr nur 50 Seiten pro Tag zu lesen. Sonst wäre ich, glaube ich, schon viel früher aus dieser Geschichte herausgefallen. Ja, aber als ich dann auf Seite 550 ungefähr gewesen bin und nur noch 200 Seiten bis zum Ende hatte, habe ich mich tatsächlich gefragt, ob meine Anfangsfrage jemals gelöst wird. Und um das herauszufinden, habe ich hier die letzten paar Seiten mal gelesen. Ich bin für mich nicht fündig geworden. Und falls jemand von euch dieses Buch schon komplett gelesen hat, könnt ihr mir gerne über Instagram eine Direktnachricht schreiben, denn ich möchte wirklich wissen, wie dieses Buch tatsächlich ausgeht, ohne es jetzt nochmal zwingend lesen zu müssen. Dass ich für mich einfach nicht herausgefunden habe, ob meine eine Frage wirklich beantwortet wird, hat dazu geführt, dass ich hier einfach nicht mehr weitergelesen habe und dass ich mich tatsächlich mit dem Gedanken trage, das Buch als abgebrochen zu sehen. Im Moment hat es für mich den Status, es pausiert. Vielleicht habe ich ja doch nochmal irgendwann die Muße, Schritt für Schritt die letzten 200 Seiten zu lesen.
versteht mich nicht falsch, dieses Buch ist wirklich gut. Ist gar nicht, also das Buch ist gut, das ist nicht schlecht. Hat für mich aber nichts mit einem Thriller zu tun. Und als solches wird es hier auf dem Klappentext beschrieben als Polizeithriller der Extraklasse. Und ja, weiß ich nicht, von einem Thriller erwarte ich dann irgendwie mehr Action, mehr rasante Spannung, also dass es wirklich auch Schlag auf Schlag weitergeht in der Handlung und ja, die, wie sagt man, das Tempo, genau, Tempo. Das Tempo hat mir hier einfach gefehlt und ich glaube, wäre das Buch als Gesellschaftsroman oder als Polizeiroman verkauft worden, beworben worden und nicht, wie es ja hier auch auf dem Klappentext, sondern auch auf dem Cover steht, als Thriller, dann hätte ich ganz andere Erwartungen an diesen Titel gehabt. Ja, wie gesagt, falls ihr 64 schon gelesen habt, dann würde mich wirklich unheimlich interessieren, was ihr dazu zu sagen habt. Und vor allem, ob ja, meine Frage am Ende doch noch gelöst wird. Ich habe nach 64, nachdem ich mir eingestanden habe, dass ich hier wirklich eine Pause brauche, habe ich nur noch Manga gelesen und kann euch daher auch nur noch dieses Buch vorstellen. Meine ersten Kuschelgeschichten aus der Disney-Welt. Hier sind 6 verschiedene Vorlesegeschichten enthalten über Mickey, über Rapunzel, über Klopfer und seine Familie. Ratatouille kommt da drin vor, Dumbo und Winnie Pooh. Warum ich euch das in die Kamera halte, weil das das aktuell liebste Abendbuch meines Kindes ist und ich es tatsächlich schon durchgelesen habe. Einige Geschichten, vor allem die von Mickey, lese ich an einem Tag ja gefühlt 5-mal vor, bis dann das Kind einschläft und Ruhe gibt. Und deswegen habe ich mich auch entschieden, dass ich euch dieses Buch einfach als gelesenes Buch im Mai auch vorstelle. Ja, mein Problem an dem Buch ist, dass es nur eine Geschichte von Mickey und seinen Freunden gibt und meine Tochter aktuell so in einem Mickey-Fieber ist. Also sie liebt Mickey gerade total und ja, möchte am liebsten immer Mickey hören und wenn man halt 5 bis 6 Mal am Abend dann eben der perfekte Abend von Mickey vorliest, dann wird es irgendwann für mich langweilig. Aber das ist mein Problem. Ich finde kein reines Mickey-Buch zum Vorlesen. Ja, es gibt wohl eins, das ist aber nicht mehr erhältlich und das finde ich auch auf diversen Gebrauchtportalen eben gerade nicht. Das macht mich etwas traurig. Ich habe jetzt auch schon gesehen, im Dezember oder im November, Oktober wird es ein weihnachtliches Mickey-Buch geben. Ja, wie gesagt, das erscheint noch und ich weiß nicht, ob ich dann... Ja, gut, es erscheint nicht im Hochsommer. Ich werde es wahrscheinlich dann auf jeden Fall bestellen für die Kleine. Dann haben wir hoffentlich auch mehr Abwechslung im Mickey-Bereich. Genau, das wollte ich euch einfach mal zeigen. Das ist der absolute Renner, gerade im Kinderzimmer zum Einschlafen. So, ich bin fertig mit meinem Lesemonat Mai und ja, bin zufrieden mit dem, was ich gelesen habe und werde vielleicht 64 irgendwann beenden oder offiziell abbrechen. Ich bin mir da, wie gesagt, noch gar nicht sicher. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss!